Hallo und herzlich willkommen zu einer dritten Mini-Park-Tour in Bella Italia. Unsere Aufnahmen sind halt irgendwie verschollen gegangen oder vergessen worden oder was auch immer oder keine Lust. Deswegen gibt es die Mini-Park-Tour heute zum dritten. Ja, der liebe Kevin aka Mitaro und der Dennis aka Bluefire sind für euch wieder am Start in Sachen Mini-Park-Tour Bella Italia. Ja, Lust trifft es, glaube ich, sehr gut beim Mutz. Genau. Ich muss gerade so lachen. Okay, wir cutten das auf keinen Fall, das bleibt drin. Das ist so schön. Ja, heute sind wir, wie der Kevin schon sagte, in Monza und ja, Kevin hat diesen Monza-Bereich übernommen von Kuya Hoga 89, ja, richtig, wenn ich mich noch dran erinnern kann. Er hat angefangen und der liebe Kevin hat dann zu Ende gebracht, sagen wir mal so. Das ist richtig, ja. Ich habe sogar mit Ihnen sogar noch teilweise ein bisschen Kontakt. Wir schreiben ab und zu mal sogar noch. Ja, ist schön. Schöne Grüße da von hier aus schon mal darüber. Und, ja, den Park kriegt er dann. Ja, hat er ja verdient. Hat er verdient. So einen richtigen Haupteingang gibt es tatsächlich von Monza, für Monza nicht. Aber nee. Hier gibt es so ein kleines Seitengästchen. Da gehen wir jetzt mal rüber. Ich habe ja den aktuellen Park jetzt im Moment und da gibt es jetzt auch mittlerweile ein großes Schild, was hier halt noch nicht worden ist. Ich habe noch die Beta-Version. Die Beta-Version. Auf jeden Fall kommen wir dann gleich. Hier ist dann der Weg von Pisa aus zu Monza. Im letzten Video ja schon mal gezeigt. Und ja. Hier hatte ich halt Platz gehabt, ne? Da habe ich halt eine kleine Essensplatz reingemacht. Ja. Ich sehe gerade, wir sind auch jetzt gerade im Dunkeln unterwegs, aber es ist egal. Wir gehen jetzt im Dunkeln weiter. Nee, ich mache jetzt. Ich mach Tag. Ich sehe noch ein bisschen mehr. Genau, ich denke auch. Wollte mir das mal kurz mit Beleuchtung angucken. Aber das machen wir dann zum Schluss noch einmal. Und ja, also, du hast hier ein bisschen Platz gehabt und hast dir gedacht, jetzt baue ich hier noch so ein kleines Häuschen hin. Ja, mach ich mal ein bisschen was zum Pause machen. Ja, hier kann man Pipi machen. Nein, super. Da ist nichts drin. Okay. Muss ja auch nicht. Aber sieht doch schick aus. Direkt neben der Rennstrecke. Genau. Das ist der einzigste Weg, wo man halt zur Rennstrecke kommt. Also hier über die Brücke. Mhm. Und Kuya Hoga, finde ich aber nett, dass du ihn da noch. Ja, klar, hast. Warum denn nicht? Ja. Weiß ich, müssen wir eigentlich bei Da Vinci auch machen, gell? Also. Hab ich sogar in den neuen Teil. Hab ich alle reingeschrieben. Sehr gut. Ja. Wir haben tatsächlich auch so einen kleinen Special bei uns in diesem Park. Da könnt ihr sehr gespannt sein, was dies sein kann. Ich weiß selbst nicht, wovon du redest. Parkplatz? Okay. Okay. Ein Stichwort, Punkt. Ja, also. Ja, also eigentlich das. Eigentlich soll das Mailand sein, aber da hinten ist ja auch Monza und dann haben wir uns halt für Monza entschieden. Ja, oder Madrid, ist doch egal. Mailand oder Madrid, Hauptsache Spanien. Ja. Genau, dann haben wir uns aber für die Monza-Strecke halt entschieden, für die Kartbahn. Aber das fand ich dann alles alleine ein bisschen blöd, deswegen kam da noch eine Achterbahn und ein Riesenrad. Aber ja. ist doch super schön geworden. Ist so wie so ein kleiner Freizeitpark, ne? So ein kleiner Mini-Freizeitpark. Wirklich schön geworden. Hier auch die Tribüne. Ganz toll. Ja, oben ist halt die VIP-Lounge. Wir haben Boxengassen. Ich muss das leider mit einer Mod bauen. Sonst hätte ich die Boxengasse nie im Leben so bauen können. Ach so, echt? Die können auch da langfahren?
Nein. Oder wie muss ich das verstehen? Du hast halt das Problem, wenn du die normale Kartbahn baust, du hast ja links und rechts immer diese Reifen. Mhm. Und die habe ich jetzt durch die Mod halt nicht mehr. Ah, okay. Deswegen habe ich eine Boxengasse jetzt da. Ja. Ah, sonst wären die Reifen da im Weg. Okay, verstehe. Richtig. Ja, ja, okay, alles klar. Ah, okay. Ah, cool. Genau. Und die Strecke ist quasi 1:1. Ist quasi 1:1 zu der Monsterstrecke. Ja. Also der liebe Kevin hat hier tatsächlich die... Oder Cuyahoga? Nee, das hat tatsächlich noch Cuyahoga. Ah ja, cool. Ja, die Strecke ist 1:1 die Originalstrecke von Monza, Italien. Ist auch eine recht kurze Strecke eigentlich, ne? Natürlich, jo. Werbung machen wir natürlich nicht. Hier nochmal eine Tribüne. Aber der Cuyahoga hat nur jetzt die Strecke gemacht, die, ja? Die Strecke gemacht, genau. Den Rest habe ich halt alles gemacht. Okay, okay, alles klar. Da ist der Parkplatz. Da hast du hier noch ein paar Kameraleute hingebaut. Ja, sehr schön. Genau, ich hab da halt überall sind Kameraleute. Ja, so, super. Echt genau, coole Strecke. Und du kannst halt eine Boxengasse fahren, theoretisch. Erwartet mich da drin was? Nee. Ach so. Oh, ist so hübsch. Sehr, sehr hübsch. Wie gesagt, dann hatte ich halt noch Platz gehabt, deswegen habe ich ein Riesenrad. Und hier ist noch so Informationen mit den Autos drauf, mit den drei magischen. Drei magischen. Natürlich. Genau, und dann habe ich gedacht, naja gut, wir brauchen ja ein paar Autos, jetzt können wir so eine Auto-Ausstellung machen. Passt ja auch, ne? Ja, genau. Ist ja auch für die Gäste halt, immer sehr schön. Dann halt noch die kleine Achterbahn. Und dann sind wir fertig, hä? Dann sind wir schon fertig. Ja, aber auch eine schöne Q-Line. Stationsgebäude? Stationsgebäude, ja. Gefällt mir ganz gut, dass hier die Stäbe so rausgucken. Gefällt mir echt cool. Also gut. Ich habe einen Sprachfehler heute. Macht ja nichts. Ja, denke ich auch. Die Leute verstehen schon, was ich meine. Na, dafür, dass es recht eng ist, finde ich es eigentlich ganz in Ordnung. Ja, ich bin mal gespannt. Typhoon-Achterbahn. Ist aber ein Lounge, ist kein Typhoon. Aber ein Typ. Ja, der Typ, ja. Richtungswechsel. Und sieht man halt, wenn du da halt zum Park läufst, halt immer sehr schön. Mhm. Wenn du zum Park läufst, siehst du so einige Sachen. Naja, gut, die großen Gebäude stehen alle davor. Du siehst eigentlich nur die großen Gebäude. Ja, wir können ja gleich mal kurz dahin schwenken und dann zeigen, was oder eigentlich sieht man es jetzt schon so ein bisschen. Ja, das sieht man es ja, ne? Das ist der Blick, den man hat. Ja. Bahnhof, Kathedrale, ja. Sonst nichts. Das stimmt. Ja, ist aber echt gut geworden, tatsächlich, für das Enge. Für die Enge. Also, die ist echt gut geworden. Voll gut. So, das ist die Achterbahn, ne? Das war die Achterbahn. Das war auch schon der Platz. Also, es war eigentlich schon Monza. Das war schon Monza, genau. Ja, bei Monza ist halt das Problem, man hat halt, man ist halt da in so eine Ecke drin. Das ist genau wie bei Venedig, du läufst halt in eine Sackgasse rein. Ja. Ja, klar. Also im Endeffekt sieht man dann nur hier die Kathedrale und den Bahnhof, wenn man dann Richtung Italien Eingang, Haupteingang geht. Nur mal kurz auf das bezogen, was wir meinten. Aber ist doch schön geworden hier. Mir gefällt das richtig gut hier, diese. Kleine Bereich ist doch toll geworden. Ja, vor allem, wenn du halt auf dem Parkplatz stehst, finde ich den Bereich sehr hübsch. Ja, hat man direkt Bock. Hat man doch direkt Bock. Direkt Bock, was du mangelst. Genau. Tja, dann gucken wir nochmal, was hier so los ist mit der Beleuchtung. Na, ich drücke mal Escape. Ist auch was.
Oh. Klar, die VIP-Lounge ist natürlich die beste Beleuchtung ever. Oh ja, oh ja. Hier kann man chillen. Die Scheinwerfer. Ist ja richtig was los hier. Ja, es ist. Also ich finde es auch nachts sehr hübsch da. Ja. Kann man verweilen. Ja, denke ich auch. Was mir nur so ein bisschen auffällt tatsächlich jetzt ist, ohne dass jetzt, vielleicht ist es einfach so, fehlen so ein paar Bänke. Tatsächlich. Ja, da in dem Bereich. Wo willst du denn da sitzen? Oh ja, hier so irgendwo vielleicht oder hier mal oder. Ja. Ja. Kann man nachreichen. Kann man nachreichen. Ist noch nicht final. Ja, sieht doch hübsch aus. Gucken wir nochmal vorne, wobei hatten wir ja am Anfang schon gezeigt. Also am Anfang, ja. War es ja noch in der Dunkelheit. Ja. Doch. Kann man doch so lassen. Denke ich auch. Sieht doch wunderschön aus. Perfekt. Super. Dann sind wir auch schon durch. Ist ein kurzes Video, ne? Ja, ist ein kurzes Video, aber ich denke mal, das reicht ja auch, oder? Für eine Mini-Park-Tour. Ja, ich meine, es reicht ja. Ich meine, es ist auch nicht so viel zu erzählen. Also wie gesagt, Kyoga hat halt die Strecke gebaut. Dann haben die Jungs ja nach und nach alle aufgehört. Ja, dann musste ich sie halt mal fertig bauen. Genau. Was ja auch nicht so schlimm war. Nö. Sieht ja gut aus. Ja, dann war es das von dieser Mini-Park-Tour-Serie. Und ich denke mal, alles andere kommt noch als Let's Play, soweit ich weiß. Und nein, also wie gesagt, Parkplatz fehlt uns noch und Main Street. Ja gut, Parkplatz werden wir ja eh nicht zeigen. Und Neapel? Neapel fehlt ja auch noch. Echt? Müssen wir Neapel auch noch machen? Theoretisch müssen wir Neapel auch noch machen, weil Neapel habe ich theoretisch nur die Häuser kopiert. Und Okay. Ja gut. Und ansonsten haben wir alles aufgenommen. Dann würde ich sagen, gibt es doch noch die ein oder andere Mini-Park-Tour. Ja, also auf jeden Fall möchten wir uns bei euch bedanken fürs Zuschauen und lasst auch gerne ein Like da, ein Abo da und gerne folgt uns auch auf Discord. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Genau. Ciao. Tschüssi. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei.